In diesem kleinen Video sehen wir uns an, wie einfach das es ist, einen bestehenden Artikel zu duplizieren, das heißt mit wenigen Klicks einfach eine Kopie dessen zu erstellen. Dazu habe ich mal eine Damenhose super elegant line angelegt. Wenn ich nun will, oder wenn Sie wollen, dass dieser Artikel jetzt dupliziert ist, weil Sie diesen Artikel vielleicht in zwei weiteren Variationen erhalten haben, oder machen wir es erst anders, in einer weiteren Variation, dann können Sie ganz einfach sagen, Sie drücken die Steuerungstaste und halten diese und klicken auf Neu. Nun können Sie den markierten Artikel duplizieren, und zwar einmal. Wir beobachten das hier, die Informationen, Bestand 1, Verpackungseinheit 1, EAN ist drin und die Größe ist ja auch drin. Ich sage jetzt einfach mal ja. Nun wurde der Artikel dupliziert. Nun können Sie hergehen und können sagen, pass mal auf, die Bestandsinformationen stimmen noch, aber die Größe ist halt jetzt einfach anders. Das heißt, Sie können jetzt ganz simpel das, was differiert, schnell abändern und dann speichern. Und wenn Sie es abgespeichert haben, haben Sie nun den gleichen Artikel zweimal drin. Also nicht den gleichen Artikel, also den Grundartikel zwar zweimal, aber in einer anderen Variation. Verzeihung. In dem zweiten Beispiel, in dem ich Ihnen auch die Duplizierung näher bringen möchte, ist folgendes, dass Sie sagen, Sie haben jetzt diese Damenhose Super Eleganz Line, haben Sie jetzt fünfmal. Ja? Das heißt, diesen Grundartikel und weitere fünf Variationen. Wie machen Sie das? Ganz einfach, Sie gehen über die Toolbox, also Sie wählen natürlich den Artikel aus, gehen über die Toolbox und sagen, Sie möchten diesen Artikel spiegeln. Bestätigen die Sicherheitsabfrage, ob die Spiegelung, also die Duplizierung erfolgen soll, dann sagen Sie ja. Hier sagen Sie den Einkaufspreis, den Verkaufspreis nochmal, die Menge Ihrer duplizierten Artikel und nun bestimmen Sie, wie oft das dieser Artikel angelegt wird. An dieser Stelle könnten Sie sagen, pass mal auf, ich will eine Set-Nummer haben oder ich möchte auch Etiketten für diese Duplizierung haben. Lassen wir jetzt mal beides raus, weil die Set-Nummer ist was anderes, das zeige ich Ihnen in einem anderen Video. Nun gehen wir auf Übernehmen und Wabi Profi 3 macht jetzt automatisch Ihre Duplizierungen, also das heißt die fünf Kopien dieses Originals, legt es an und filtert sie gleich. Das wirklich Tolle daran ist es wird nun automatisch die Katalognummer, also die Standardkatalognummer verwendet und hier mit Duplex versehen. Das bedeutet, Sie wissen sofort, wenn Sie einen Artikel haben, in der Katalognummer Duplex-Leerzeichen und dann die eigentliche Katalognummer vorkommt, wissen Sie ganz genau, das ist ein Artikel, den Sie noch bearbeiten oder abarbeiten müssen. Okay, und nun brauchen Sie hergehen, einfach sagen, pass mal auf, das ist die Größe 38 und Sie nehmen dann das Duplex natürlich bitte heraus. Speichern, ja. So. Und jetzt sehen Sie, dass auch die Liste jetzt sich reduziert, weil Sie jetzt nicht mehr 5 Artikel abarbeiten müssen, sondern nur noch 4. Okay, jetzt gehen wir auf den Artikel, ist ja wurscht, und sagen hier ändern. Und da machen wir jetzt noch eine Farbe schnell rein. Keine Ahnung, rot speichern, ja, und blau. Egal. So, und dann kann ich sagen, der ist zwar 32, aber der ist in blau. Speichere das Ganze, ah ja. Wabi Profi 3 sagt, hey, lieber Benutzer, wenn du speichern willst, dann entferne doch bitte Duplex vorher. Alles klar. Sie sehen, Wabi Profi 3 denkt mit. Speichern ja. Und so können wir jetzt tatsächlich unsere Artikel abarbeiten. Duplex vorneweg. Speichern ja. Und wenn wir unsere Liste abgearbeitet haben, sehen wir, dass jetzt unsere Artikelliste leer ist, klar, weil unten in der Filterbedingung ja Duplex hier der Filter gesetzt ist. Da brauchen wir bloß auf das X klicken. Und nun haben wir unsere ganzen Artikel herin, die wir nun verkaufen können oder gegebenenfalls Etiketten dafür anlegen bzw. ausdrucken können.